So, hallo. Heute bin ich mal nicht an unserem Hausberg unterwegs, sondern in Horheim am Klosterberg. Horheim, das ist die Heimat des Minnesängers Berngar von Horra. Mein heutiges Ziel ist das Kloster auf dem Beiselsberg. Der Horheimer Klosterberg ist schon recht früh umgelegt worden und deshalb gibt es hier sehr viele schöne Wengerthäusle. Hat man ja früher immer gebraucht, um Werkzeuge unterzubringen, um sich unterstellen zu können und auch zwischendrin mal vespern zu können, denn bis nach Hause war es ja zu weit, einfach geschwind fürs Vesper. Das macht jetzt heute den Charme aus und wir sind hier beim Thema Wein und Architektur. Schön, dass wir auch hier auf dem württembergischen Weinwanderweg unterwegs sind. Hier an diesem Häusle genießen sehr viele Eidechsle die wärmende Sonne. So, jetzt haben wir es geschafft bis an den Waldrand, sind den Weinsorten-Lehrpfad entlang gelaufen, der ist sehr, sehr schön angelegt, kann man nur empfehlen. Und weiter laufen wir jetzt wieder der roten Traube hinterher. Die Geschichte des Klosters auf dem Beiselsberg beginnt in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Da haben sich einige fromme Frauen aus dem gehobenen städtischen Bürgertum als Klausnerinnen hier niedergelassen und von Gemmingen zu ihrer Mater erwählt. 1374 wurde eine Schenkung der Gräfin Mechthild von Zollern, die war eine geborene von Vaihingen, urkundlich belegt. Das ist die älteste erhaltene Urkunde. Das Kloster wurde auch zum Wallfahrtsort Sankt Trinitatis. Hierher kamen die Gläubigen, um einem faustgroßen Zahn des heiligen Christophorus nahe sein zu können. Graf Eberhard im Bart hat dann die Klöster seines Landes reformiert und die Gemeinschaft den regulierten Augustinerinnen angeschlossen. Die Augustinerinnen haben auch Kinder als Zöglinge aufgenommen. Zu den namhaftesten gehört die Katharina, eine uneheliche Tochter des Grafen Heinrich von Württemberg-Mömpelgard. Sie hat hier von 1494 bis 98 gelebt. Nach der Reformation Württembergs 1534 wurde das Vermögen der Klöster nach und nach eingezogen. Und die Geschichte des Klosters auf dem Beiselsberg endet am 26. Juni 1556 mit dem Verzichtsbrief der letzten Priorin. Sie wird von der herzoglichen Verwaltung mit 55 Gulden dafür abgefunden, dass sie auf alle ihre Rechte am Kloster verzichtet. Nach 1975 bis ungefähr 1990 wurden die Reste des Klosters archäologisch erforscht. Und da sind wirklich tolle Fragmente zutage gekommen von Trinkgläsern, von Topfsieben, der Topfen, das ist ja unser Lückeles-Käse, von Dochtlichtern, von gotischem Maßwerk, von Nachttöpfen sogar und auch von reliefverzierten Ofenkacheln. Also ganz, ganz schöne Sachen, die im Ortsmuseum im Horheimer Rathaus zu besichtigen sind. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen schönen Tag, gute Zeit, bleibt gesund, tschüss! Hey Leute, hat es euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat es ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.